Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute Alfred Biolek, sein Leben. Ja, eben kam die Nachricht rein und wir sind alle noch sehr geschockt. Alfred Biolek ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Ich denke, jeder kennt ihn noch aus den guten alten Fernsehzeiten und hat sehr, sehr viele Erinnerungen an die Talkshows und an die Kochshows mit Alfred Biolek. Er ist wohl gestern in seiner Kölner Wohnung friedlich eingeschlafen, so berichten es zumindest die Medien. Ja, er war Fernsehmoderator, Talkmaster und natürlich mit seiner Show Alfredissimo sehr, sehr viele Jahre lang erfolgreich im deutschen Fernsehen. Ich glaube, dadurch ist er mir auch am meisten präsent im Kopf geblieben, durch diese Alfredissimo-Show. Davon habe ich am meisten mitbekommen, wo er dann damals mit sehr prominenten und berühmten Gästen kochte und auch gelegentlich das ein oder andere Glas Wein verkostete. Die letzte Nachricht von Alfred Biolek, an die ich mich erinnerte, war 2010. Das war diese negative Nachricht, wo er in einer Wendeltreppe gestürzt war und dann vorübergehend ins Koma gefallen war. Seitdem hat er sich ja komplett zurückgezogen und lebte eigentlich komplett abgeschottet in seiner Kölner Wohnung. Wie gesagt, Alfredissimo war, glaube ich, für mich die berühmteste Show mit ihm. Die ging bis 2007. Danach war das Ganze oder die ganze Ära auch vorbei. 2007 gab es also die letzte Folge, wo er mit seinen prominenten Gästen am Herd stand. Aber auch sonst hat er in TV Deutschland sehr, sehr viel geleistet, hat sehr, sehr viele Shows entwickelt mit dem WDR, mit Rudi Carrell. Da gab es die Shows wie die Samstagabendshow am laufenden Band, den Kölner Treff, wo er auch mal sehr oft die Moderationsführung übernommen hat, Bios Bahnhof. Also es gab sehr, sehr viele Sendungen im deutschen Fernsehen, die mit dem Namen Alfred Biolek verbunden sind. Deswegen wird er auch ja einfach eine große gedankliche Lücke hinterlassen. Und weil wir, glaube ich, alle sehr, sehr gerne daran zurückdenken, was er einfach alles für tolle Shows in das deutsche Fernsehen, in dieses damalige gute Fernsehen wirklich noch gebracht hat. Ja, schreibt einfach mal eure Lieblingserinnerungen, eure Lieblings-TV-Shows mit Alfred Biolek in die Kommentare. Wie gesagt, wir sind noch sehr geschockt. Und ja, hoffen, ihr habt trotzdem noch einen angenehmen Tag. Und ansonsten sagen wir bis zur nächsten Folge und ciao.